Es gibt sie schon seit 23 Jahren, die Schweriner Literaturtage. Eine gute Tradition mit tollen Gästen, spannender Lektüre und vielen begeisterten Leseratten. Am 9. Oktober wurden in der Stadtbibliothek die Literaturtage 2018 eröffnet. Den offiziellen Teil haben die Veranstalter recht kurz gehalten. Stattdessen stand der erste Promi-Gast im Mittelpunkt. Bestseller-Autor Klaus Modig las aus seinem neuen Künstlerroman Konzert ohne Dichter vor. Weitere Stars und Überraschungen folgen. Josephine Rieks hat ein Buch geschrieben, das geradezu danach verlangt, dass man auch über dieses Buch ganz viel diskutiert. Ich sage nur, stellen Sie sich eine Welt vor, in der es kein Internet mehr gibt. Und was passiert, wenn Jugendliche plötzlich Server entdecken? Also das ist auch ein ganz spannendes Thema. Bis Ende November wird in der Landeshauptstadt an verschiedenen Orten gelesen. Es lohnt sich also, sich über die bevorstehenden Veranstaltungen rechtzeitig zu informieren, denn die Plätze bei den Literaturtagen sind immer knapp.